Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Aha, guck mal her. Die haben wir schon geöffnet. Ja, meint. Den müssen wir auch noch fangen, ja. Am besten benutze ich schon mal Cura. Ich weiß nicht, ob ich direkt ohne Aeon-Encounter und ohne Ambush-Encounter vor allem hier zum Save-Point komme. Obwohl wir direkt daneben sind, gehen wir mal kein Risiko ein. Das ist ja viel zu lang hier. Let's chase it. Keine Ambush immerhin. Bahamut. Zeit für ein kleine, für eine kleine Impulsanregung, glaube ich. Wreck these bitches. Bad boy. Impulse. Oh, yes. Oh, Bossack. Easy money. Mortal, get wrecked! Aber keine Sorge, ich greife an, mein Freund. Ich glaube, er hat Angst anzugreifen, kann das sein? Shield. Okay. So, Boost. Hat er schon? Ne, zählt nicht für unsere Overdrive-Leiste, wenn wir nur boosten. Egal, greifen wir nochmal an, das sollte eigentlich das Ganze besiegeln. Yup. Ich habe ihm die Chance gegeben, dreimal quasi, oder viermal. Hm. Aber gut. Halberd, eine Waffe für Kimadi, aber ich glaube mit Sensor, Piercing und ich glaube Stone Touch war ja noch dabei. Bei der Waffe für Kimadi sind wir ganz gut ausgestattet damit. So. Kurz geheilt. Seinen Kollegen müssen wir auf jeden Fall noch fangen. Das war diese große Pflanze. So, mal schauen, wie wir das am besten anstellen. Ich glaube, zuerst Aeon summonen. Nennen. My will is strong. My strongest will. Walk on. Silence. Silentium. So, Summon. Ich glaube, er war im Overdrive, genau. Bahamut ist im Overdrive. Balafor, Ifrit. Ixion. Ich habe Ixion ist bound zu Auron. Zumindest hat er in der letzten Zeit ganz gut reingehauen. Please. Bringt uns nicht so viel. Negates all Spell Effects. Nochmal einen Angriff hier. Ah, 1000 Damage kann sie sehen. Ah, Thunderer, halt uns! Gerne. Bringt zwar gerade nichts, weil wir voll AP sind, dabei. Nehme ich. Sieht man das lächerlich. Oh shit. Ah, du. Mir geht's gut. Asshole! Das ist alles, was ich gerade hier von mir ablassen wollte. Magic Break! Bitch! Ja, genau auf den richtigen. Glaube ich. Ja, definitiv. Summon! Shiva. Und alle haben auch fast ihre Overdrive-Leiste schon voll, sehe ich gerade übrigens. Und alle, die wir gerade jetzt hier in unserer Gruppe am Snizzy haben. Okay. Delays its movement. Das klingt doch herrlich. Den Base erstmal gedroppt. Da sehe ich mal Overdrive. Das ist perfekt. Kollege ist down. Heavenly Strike machen wir nochmal. Kann man den die ganze Zeit delayen? Ist ja natürlich herrlich. Aber ein bisschen OP. Ne, das klappt anscheinend. Wir können die ganze Zeit einfach Heavenly Strike machen und da kommt gar nicht zum Schuss.
Das sehe ich doch gern. Ja, wollte gerade sagen, mit sowas habe ich irgendwie schon gerechnet. Dass man das nicht komplett die ganze Zeit spammen kann. Das wäre sonst ein bisschen zu OP. Aber irgendwann hat er unsere Taktik raus. Silence. Weil ich glaube, da kommt eventuell was Ekelhaftes. Ask Silence. Wie kann er... Naja. Hinterfragen wir es mal nicht. Da bekommen sowieso keine richtige Antwort. So, zwei sind im Overdrive. Das ist perfekt. Dann schauen wir mal, dass Ifrit da ebenfalls nicht hinterher hinkt. Je nachdem, wie viel AP er hat, können wir eigentlich auch direkt boosten. Mal schauen. 2000. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall... Jetzt können wir boosten. Ja, das ist ein Heal. Nehme ich. Ist gut. Boost. Und nochmal. Boost. Ja, das sollte nicht allzu schlimm sein. Yup. Wrecked. Sehr gut. Und direkt drei Ability Spheres. Sweet. Kann man ganz gut farmen bei den Kollegen anscheinend. Ah, ihr seid das, huh? Mhm. Okay. Ah, da wäre natürlich Ixion ist perfekt und Shiva. Weil die ja Eis, Elektro quasi sind. Ich nehme zuerst Bahamut. Mit dem mache ich Impuls, weil ich glaube, das haut ganz gut rein. Und dann können wir eigentlich auf Welle vorwechseln. Er hat echt extrem wenig HP mit 1700, aber... generell die, der Overdrive von Welle vor ist halt ziemlich gut. Ja, nehme ich. Ja. Lächerlich. Lächerlich. Ihr lieben Kätzchen. Das ist frech. Haben uns doch ganz gut runtergejagt hier. Okay. Das Miss. Dann machen wir hier einen Silence Buster. Genau, der Kollege greift an. Müsste der schon mal außer Gefecht sein. Außer er kann Drain Card. Ah, okay. Perfekt. Kann er nicht. Summon. Ja. Ifrit wäre auch eine Idee gewesen. Ah, Blitzerer könnte auf jeden Fall fatal enden, weil die AP, die Welle vorhat, die sind halt echt kaum vorhanden. Und war trotzdem einmal MVP. Schauen wir mal, wie gut er reinhaut. Geht. Achso, das war Eis. Ja, okay, Eis ist okay. Thunder Roar wäre das Problem. Wenn er mit dem Driss anfängt. Genau damit. Aber den hat er. Ist ja kein... Seine Expertise ist ja zum Glück nicht das Dodgen. Weder das Dodgen noch das Vipern. Ah, 10 out of 10. So. Mal alles hochgehealt. Wir sind im Nordosten. 3 Bestia fehlen uns nach wie vor noch. Wie können wir ambushed sein, wenn die Kollegen gerade eben erst aufgewacht sind? Logik! Okay, ambushed bei denen ist gar nicht so schlimm. So, dann wechseln wir hier mal Riku. Obwohl, nee. Erstmal. Ja. Flee. Wir brauchen auf jeden Fall Yuna. Damit wir hier die Aeons wieder in Overdrive direkt kriegen. Formation. Und zwar.
Rocker und Auron war die Leiste voll. Ich glaube, bei Lulu noch nicht ganz. Kimadi müsste voll sein. Müsste im Overdrive sein. Gehe ich mal stark davon aus, zumindest. Wäre besser für ihn. Preemptive Strike. Der klingt super. Delay Attack. Wenn ich hier irgendwas sammeln, geht das Vieh, glaube ich, sofort wieder down. Das ist das Problem. Aber wir machen einfach mal hier. Guck. Ich will auf jeden Fall den Schaden rauskriegen, immerhin. Remi Demi. Ja. So. Genau, Kimadi ist im Overdrive bereits. Ich glaube, Stone Touch klappt sowieso nicht gegen die Kollegen hier. Lulu braucht noch was für ihren Overdrive. Nice. Nico braucht auch noch ein bisschen. Dann nehmen wir hier mal Steel. Weil ich gerade überlegt, wen ich von den Kollegen hier am besten booste. Also mit Haste, aber das macht irgendwie auf keinen so richtig Sinn gerade. Rico muss drin bleiben, weil sie noch den Overdrive braucht. Genauso wie Lulu. Mal Water Run. Konzentrieren uns mal auf den Kollegen rechts. 500. Hate. Sehr gut. Yuna und Life. Und dann kann er direkt wieder gekillt werden, wahrscheinlich. Nicht so. Ja, White Magic. Nämlich hier so eine Life. Bam. Ich hätte halt gerne Auron raus für Magic Break. Das soll ich vielleicht mal machen gegen beide. Damit genau die Scheiße hier ein bisschen nicht so viel Schaden macht. Ey. The fuck? Quatsch. Nicht Walker, Kimadi brauche ich hier. Mit ihm ja auch Haste. Phoenix down. Und dann würde ich sagen Flee, weil das gerade einfach nur komplett bescheuert ist, was hier gerade passiert. Fuck off. Waste of time. Ich hasse diese Scheiß. Chimeras. In jeder Art von Game. Aber gut. So, jetzt sind wir auf jeden Fall nordöstlicher geht's quasi kaum. Ich habe diesen Flame Flan, heißen die? Genau. Haben wir auf jeden Fall. Skull haben wir mehr als genug. Nach wie vor. Hier war es Eis, was wir brauchen. Perfekt. Das sind genau. Das ist genau die Ansammlung an. Ja, sorry, Verperlung. An Gegnern, die wir brauchen für die Zusammenstellung hier. Skull, Tidus, Flame oder andere Arten von Flan, auf jeden Fall Lulu und dann diese. Da kannst du nicht mehr viel Flan. Und dann noch die Machina für Riku. Perfekte Zusammensetzung auf jeden Fall. Aber ich suche nach dieser Pflanze. Oh, ich glaube, Obelisken haben wir auch noch nicht. Delay Buster. Boom. Oh, yes. Oh, yeah, big boy.
3000 war da noch. Würde ich sagen, wechseln wir hier auf Auron. Ich glaube, das reicht noch nicht mit Walker. Ich glaube auch nicht, dass Silence was gegen ihn bringt, aber ich versuch's mal. Müsste immun sein. Ist er noch nicht mal, aber er ist gecaptured. Haha. Wrecked. So, das ist ein Fall für Ezuna. Genau. Ezuna. Silence Buster. Nix mit Storm Gaze hier. 500 Damage. Lächerlich. Absolut lächerlich. Was wir stealen können hier. Petrify Grenade. Why not? Silence Buster. Sonic Tail. Wow. Ah ja, die Scheiße war das. Ja, ja. Ich erinnere mich. Leider. Aber ich glaube, den haben wir. Wir haben jetzt nur noch... Es ist sowieso down, aber wir hatten auch nur noch Leute, also nur noch unsere Party-Member als nächsten Angriff, haben wir ja gerade gesehen. Das war perfekt.